ein Resinbild oder drei. Ich habe da schon mal was vorbereitet. Und zwar habe ich da rosa Steinchen vor 2, 3 Stunden schon mal mit klarem Resin ein bisschen festgegossen, dass wenn ich nachher mit dem Föhn drüber gehe, mir das nicht alles wegfliegt. Hier habe ich noch klares Resin. Mastercast habe ich angerührt. Hier habe ich schon mal rosa. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Schon mal angerührt. Hier habe ich weiß. Das muss ich noch verrühren. Ich möchte also mal zarte Farben heute auf diese Bilder machen. Und hier habe ich Power Pink mit Glitter drin. Das ist eher ein bisschen transparent. Aber schön, da kann man noch ein bisschen Resin reingeben. So. Ich werde die ganzen Materialien wieder unten im Text verlinken, reinschreiben. Wie gesagt, guckt auch gerne immer mal auf meiner Homepage rein. www.luna-casa.de. Guckt mal, wie schön. Da stehen auch immer Termine für Workshops drin und andere schöne Sachen. Ich habe hier dieses Glitter. Das ist noch eine Probe, gibt es noch nicht zu kaufen, aber ich finde es schon mal sehr schön. Sobald es im Programm ist, werde ich euch das mitteilen. Das habe ich miteinander vermischt, auch sehr schön. Hat so einen metallischen Schimmer. Das ist Resi-Tint Power Pink, auch von Elichim. Ihr bekommt 10%, wenn ihr den Code Sandra10 eingebt bei der Stefanie Etter auf der Seite resi-kunst.de. Ich werde es verlinken. Da kriegt ihr auf alle Produkte dann, wie gesagt, 10%. So, ich hoffe, ihr könnt das alle sehen. Dann fangen wir mal an. Wir machen erst noch mal ein bisschen von dem Klarlack. Da lässt sich das nämlich besser verteilen, fließen nachher einfach besser. So, wenn ich mit dem farbigen Resin drüber gehe. So. Wenn ihr mit dem Heißluft föhnt, das ist schön dickflüssig, da kann man wunderbar mit arbeiten, es ein bisschen flüssiger haben wollt, durch die Wärme von dem Heißluft föhnen, verflüssigt sich das nachher auch noch ein bisschen, dann verteilt sich das auch gut. Aber man kann einfach besser gestalten, wenn das dickflüssiger ist. Sagen wir mal im künstlerischen Bereich, jetzt gerade sagen wir mal bei den Bildern hier. So, das muss nicht überall sein. Einfach so ein bisschen Grund. So. Das ist schön zart und hat so einen schönen Schimmer. Schönen Perlmutschimmer.
einfach erstmal verteilen, wo man es hinhaben möchte. Und dann kommen wir gleich noch zu dem Highlight. So, ich habe noch ein bisschen Resin übrig. Sollte ich noch weiß brauchen oder irgendwas, kann ich mir das noch anrühren. Und jetzt wechsle ich gerade mal den Handschuh und dann gehen wir mit dem Heißluftföhn drüber und verpusten. Oh, wenn ich da reinkomme. Achtung, wird laut. Machen wir mal kurz aus. So, und man kriegt auch ein paar Zellen hin durch das Verpusten. Ich denke mal, ihr könnt das gut sehen. So, Achtung, wird nochmal laut. Uah. Bleibt aber auch immer alles kleben.
sehr schön. Das sieht so schön aus. Ich zeige es euch gleich von der Nähe. Dieses Perlmutt, diesen Rosa. Wunderbar. Und hier brauchen wir noch was. Und da können wir jetzt gleich noch mal verpusten. Achtung, wird laut. Was sehen da meine Augen? Da fehlt ja Resin. So. Jawohl. Dann kann man auch, wenn man noch. Oh, super. Oh, wie schön. Gleich. Moment. Um 3D-Effekt zu erhalten, ja auch gerne immer noch eine weitere Schicht dann drauf machen, nachdem es getrocknet ist. Aber wow. So, ich zeige euch das jetzt mal aus der Nähe. Was ein schöner Schimmer. Seht ihr auch die Zellbildung? Ohne Cell-Base, einfach nur mit Verpusten. Und ja, dieses Rosa, das sieht jetzt auf der hier im Film gar nicht so rosa aus, aber in Natura schon. Das ist ein wunderschöner Perlmutt. Seht ihr auch dieses Muster, was sich da so gebildet hat durch das Pusten? Könnt ihr das erkennen? Das ist super. Und hier auch. Das sieht fantastisch aus. Das trübt dich schon. In Pink und Rosa. So, ich probiere jetzt noch mal was aus.
Wow. So, ich habe hier noch ein bisschen übrig, weil das hat mir jetzt nicht so gut gefallen. So, und noch einmal laut der Föhn. Achtung.